Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. Heute geht es ganz kurz darum, wie man Dateien öffnet und sie schreibt und liest, logischerweise auch. Denn sonst würde es ja nicht wirklich viel Sinn machen. Okay, dazu habe ich jetzt hier mal die Datei first.txt erstellt. Und hier ist im Prinzip genau dasselbe drin, wie gerade eben auch in unserem C-Code. Nur, dass wir es nicht als C-Code definiert haben. Nur einfach halt, dass wir irgendwas zum Lesen haben. Okay, so und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen erstmal die Datei natürlich öffnen. Die Datei öffnet sich, indem wir hier sagen, wo sind wir denn? Wir löschen erstmal das hier alles raus, das brauchen wir nämlich nicht. So, wir brauchen jetzt als erstes mal eine Datei, eine File. Achtung, alles groß geschrieben, die findet ihr auch in stdio.h, das heißt, hier müsst ihr nichts machen. Und im Prinzip ist es eigentlich ein File-Pointer, den wir bekommen und den wir immer benutzen werden. Wir kriegen auch von dem Aufruf einen File-Pointer. Deswegen sagen wir hier einfach ptr für Pointer wieder mal wie immer. Und ja, das war's. So, und jetzt sagen wir hier, unser File-Pointer, also unser ptr, den bekommen wir aus der Funktion, die uns die Datei öffnet, also fopen. Fopen nimmt als erstes mal den Pfad, in dem ihr eure Datei drin habt. Bei mir wäre das hier oben einfach rauskopieren. Das ist der Pfad, in dem eure Datei drin ist, also homemorphize.c. Und dann noch ein Slash, also das ist jetzt unter Linux, unter Windows funktioniert es ein bisschen anders. Hier habt ihr einen anderen Pfad, einfach oben rauskopieren, in Windows steht der genauso da oben drin. Okay, und die hieß first.txt, Endung nicht vergessen, die ist wichtig. So, und jetzt braucht ihr hinten dran noch den Modus, in dem ihr eure Datei öffnen wollt. Hier gibt es ein paar verschiedene Modi, die wir brauchen. Nämlich den R-Modus, also wenn ich hier R reinschreibe, dann lesen wir diese Datei nur, also wir machen nichts weiter, als sie zu lesen. Wir dürfen auch nicht reinschreiben dann. Das heißt, lesen only, also read only. W wäre das Gegenstück dazu, macht schreiben only sozusagen. Aber wichtig ist, wenn die Datei noch nicht existiert, dann wird sie auch einfach erstellt. Also wird nicht nachgefragt oder sowas, sondern dann wird die Datei einfach erstellt. Und wir schreiben immer an den Anfang der Datei, das wird euch wahrscheinlich noch verfolgen. Wenn ihr nämlich irgendwie was anhängen wollt oder sowas, dann, ja, W ist dann ein bisschen falsch. Okay, A ist der Append-Mode, quasi das, was ihr dann wollt. Also die Datei wird auch erstellt, wenn sie nicht schon da ist. Aber ihr schreibt ans Ende und nicht erst, und fangt nicht von vorne an zu schreiben. Also schreibt nicht an Anfang, sondern ans Ende, so wie man das normalerweise erwarten würde. So, und dann gibt es noch ein paar Special-Modi, sage ich jetzt mal. R plus ist Lesen und Schreiben. W plus cruncht euch erstmal eure Datei zusammen und schiebt sie sozusagen in den Zwischenspeicher. Braucht ihr aber eigentlich normalerweise nicht. A plus ist hingegen noch interessant, denn da haben wir Lesen und Schreiben. Allerdings Lesen im Sinne von, wir fangen vorne an zu lesen und Schreiben, wir machen Schreiben nach hinten. Also wir fangen hinten an mit Schreiben. Bei R plus schreibt ihr auch wieder an den Anfang von der Datei. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen sie erstmal einfach nur lesen. Deswegen sagen wir einfach mal hier, R müsste uns reichen. So, und jetzt brauchen wir noch irgendwie einen Buffer, denn die Datei ist normalerweise größer als alles, was man hier so ein bisschen hinschreiben kann. Und deswegen sagen wir hier, wir haben einen Char, der nennt sich einfach Buffer. Und der ist 255, das ist irgendwie so eine Standardzahl, keine Ahnung, wo die eigentlich herkommt. 255 Byte in dem Fall, denn wir haben ja Characters, also 255 Byte groß. So, und jetzt sagen wir, wir wollen fscan, schreibt man mit S, F, und wir wollen logischerweise den Pointer da reinpacken, denn wir müssen ja wissen, welche Datei überhaupt das sein soll. Dann müssen wir wissen, nach was wir suchen, also nach Strings, denn wir haben hier oben im Prinzip einen String reingepackt und wir müssen wissen, wo wir es reinschreiben, also in den Buffer rein. So, und jetzt können wir uns mal angucken, was dabei rausgekommen ist, indem wir einfach printf sagen. Wir können natürlich damit auch noch mehr machen. Es wird im Prinzip dann hier rein in den Buffer geschrieben, was ihr da bekommen habt. Ihr könnt damit dann auch machen, was ihr wollt. Aber ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, was wir hier bekommen haben. Zum Beispiel sagen wir, erstes Mal lesen, Doppelpunkt. Und dann geben wir aus, was in Buffer drin steht. Also,
%S und Buffer. Und vielleicht machen wir hier noch ein Backslash N hin und ein Semikolon nicht vergessen. So, das ist jetzt das, was beim ersten Mal lesen rauskommt. Wenn wir jetzt weiterlesen wollen, nein, schauen wir uns einfach mal an, was dann passiert. Okay, hier haben wir den Aufruf, da. Okay, erstes Mal lesen, Doppelpunkt, Hashtag include. Und das ist ein Riesenproblem, denn wie beim letzten Mal auch schon, ist scanf, also fscanf ist einfach scanf für Dateien, scanf liest einfach nur das erste Wort in dem Fall. Das heißt, ihr braucht hier unbedingt irgendwas, irgendeine Schleife oder sowas, die euch dann wirklich hier durchführt und ja, irgendwie mal dann weiterführt als nur das erste Wort. Also beim scanf einfach nur immer das erste Wort oder ja, das nächste Wort wird gelesen. Das ist dann halt natürlich ein Problem. Der Filepointer liefert euch allerdings ein bisschen was Besseres. Der schreibt nämlich, ich zeige es euch gerade mal, was mit dem Filepointer passiert, wenn ich jetzt hier einfach zweimal hintereinander die Datei lese. Okay, dann bekommen wir tatsächlich das erste Mal hier dieses Hashtag include und das zweite Mal kriegen wir stdio.h. Das ist nämlich relativ interessant, denn der Filepointer, der läuft einfach weiter, sprich der wird beim Lesen weiter verschoben und wenn ihr den nicht wieder zurückschiebt, also quasi sagt minus minus oder verkleinere mich oder sowas, dann läuft er einfach weiter. Und irgendwann gelangt ihr halt ans Ende von der Datei. Naja, auf jeden Fall zeige ich euch jetzt noch eine Alternative zum Lesen. Die nennt sich fgets, also im Prinzip gets für Dateien. Die wollen wir jetzt mal hier machen. Sagen wir das hier nicht mehr. Gets und dann... Ach verdammt, die arbeitet anders. Gets braucht als erstes den Buffer, damit es weiß, wo es reinschreiben soll. Dann die Größe des Buffers, das ist wichtig für das Ding. Und dann brauchen wir den Filepointer, den PTR. So, und wenn wir das jetzt ausführen, dann kriegen wir hier, wenn wir es kompiliert haben, das hier. Erstes Mal lesen, Hashtag include stdio.h. Und ihr seht, fgets ist nicht mal deprecated oder irgendwie schlecht oder sowas. Das könnt ihr einfach benutzen, ganz normal. Ja, und wir lesen somit die komplette erste Zeile. Das heißt, bei fgets lesen wir jede Zeile, bei fscanf lesen wir mit %s jeden String, also jedes Wort einzeln. Aber was ihr in jedem Fall braucht, ist eine Schleife. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir hier aus der Datei, wo sind wir, aus dieser Datei hier ein bisschen was löschen, damit wir es ein bisschen übersichtlicher haben. Wir sagen jetzt, wir haben nur noch diese zwei Zeilen hier, alles andere fällt raus. Und dann führen wir einfach mal, hier sind wir, führen wir das Ganze dreimal aus. Mal gucken, was passiert. Okay? So, wir lesen und wir kriegen stdio.h, string.h und dann wieder string.h. Das heißt, der Filepointer wird einfach nicht mehr weiter verschoben, wenn ihr das letzte Mal gemacht habt. Noch ein bisschen sinnvoller ist sogar, wenn ihr jeden char einzeln lest. Das heißt, ihr macht hier nicht fgets, sondern fgetc. Der nimmt nur den Filepointer, braucht überhaupt keinen Buffer und liefert euch tatsächlich schon an einen Char zurück. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist irgendwie eine sinnvolle Variante, wie wir erkennen, ob die Datei schon zu Ende ist. Das heißt, wir sagen jetzt hier eine While-Schleife und jetzt sagen wir hier while fgetc von unserem Filepointer ptr, solange die nicht end of file ist. War das jetzt ein O oder war das? Ja, okay. Solange die nicht end of file ist, wollen wir lesen sozusagen und dann reinschreiben. Also zum Beispiel, sagen wir dann hier printf. Und wir haben im Prinzip nur einen Char und wir wollen eigentlich auch keine neue Zeile da hinten dran machen, sondern mehr nicht. So, jetzt wird aber gleich was passieren, was ihr wahrscheinlich nicht erwartet oder ihr erwartet, je nachdem. Okay, und wenn wir das jetzt ausführen hier und das Ganze hier uns angucken, dann sehen wir, dass das einfach absolut keinen Sinn macht. Es macht irgendwie schon Sinn, wir haben hier einen Hashtag, wir haben hier irgendwie fast die Buchstaben, die wir für include haben, aber irgendwie passt es vorne und hinten nicht zusammen. Deswegen gleich mal weg damit. Was passiert ist, ist nämlich folgendes. Jedes Mal, wenn ihr diesen fgets
auf fget-c-Aufruf hier ausgeführt habt, ist der Filepointer 1 weitergerutscht, aber hier oben leider auch und den Aufruf habt ihr nicht ausgegeben. Das heißt, wir geben immer nur jeden zweiten Aufruf aus und das ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Was wir hier brauchen, ist zunächst einmal eine do-while-Schleife. Das heißt, wir schieben erstmal unsere while-Bedingung hier runter und packen hier oben ein do rein. So, do, while brauchen Semikolon hinten dran. Okay, und was wir jetzt hier machen ist, wir kreieren uns einen neuen Char C. Und der braucht eigentlich noch keinen Inhalt irgendwie haben. Und diesen Char C weisen wir jetzt in jedem Schleifendurchlauf neu zu. Also wir sagen C ist gleich. Und hier sagen wir dann ein einziges Mal dieses fgetc von unserem Pointer. Und was wir jetzt hier machen ist, wir sagen Ausgabe. Und wir wollen den Pointer hier auch überprüfen, ob der End of File ist. EOF heißt End of File, also Ende der Datei. So, wenn wir das jetzt so ausführen, dann haben wir endlich mal irgendwas, was wir verwenden können sozusagen. Heißt, wir sagen GCC und Ausgabe. Und jetzt haben wir hier unser Include, alles da. Nur ein einziger Buchstabe zu viel. Das hier ist End of File, dieses komische Fragezeichen. Ja, im Prinzip brauchen wir doch keine Do-While-Schleife, fällt mir gerade so auf. Im Prinzip würde es viel mehr Sinn machen, wenn wir hier das Ganze über eine While-Schleife machen und unser C hier oben einfach schon das erste Mal zuweisen. Und das hier unten drunter, so. Okay. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann haben wir dieses komische, hässliche Fleckchen hier auch nicht mehr. Jetzt wird einfach am Anfang einmal das C gelesen, quasi der erste Buchstabe. Dann wird überprüft, jedes Mal im Schleifendurchlauf, haben wir schon das Ende der Datei erreicht? Wenn ja, dann springen wir hier runter, wenn nein, lassen wir es. Und falls wir nicht das Ende der Datei erreicht haben, geben wir C aus und lesen den nächsten Buchstaben. Ja, Vorsicht, so überspringt ihr natürlich auch in dem Fall den vorletzten Buchstaben, also dieses Backslash-N, was ihr hier noch habt, diese neue Zeile vor dem End of File, die haben wir auch übersprungen, aber für unseren Zweck war das, glaube ich, sinnvoller. Okay. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder zum Dateienlesen. Dateienschreiben machen wir aber auch noch jetzt, denn ich möchte euch einfach alles in diesem einen Video zu Dateien zeigen, was ihr so dringend braucht. Okay, im Prinzip ist es relativ einfach. Ihr habt ein fprintf, also dieses fprintf hier, und ihr habt ein fputz für Dateien. Aber das wird jetzt hier gerade nicht funktionieren, weil wir den falschen Modus haben. Wir nehmen jetzt hier einfach mal den w-Plus-Modus. Und wir schauen uns an, was wir hier dann machen. So, fangen wir an. Wir wollen jetzt einfach nur hier irgendwie was reinschreiben. Dazu sagen wir mal ausnahmsweise einmal, sagen wir fprintf. Das braucht den Pointer auf die Datei und irgendeinen Text. Irgendeinen Text. Und vielleicht noch ein Backslash n, damit es ein bisschen sinnvoller aussieht. So, das war's. Das wäre fprintf und dann schauen wir uns direkt danach an, was mit putz passiert. Führen wir aus und logischerweise kriegen wir hier keine Ausgabe. Wir haben ja gerade in die Datei reingeschrieben. Und wenn ich mir jetzt die Datei angucke, die finden wir hier, dann sehen wir hier irgendeinen Text. So, und alles andere ist verloren gegangen. Achtung, wir haben hier wirklich alles andere weggelöscht. Wenn ich jetzt hingegen hier oben hergehe und sage a plus und irgendeinen zweiten Text reinschreibe und das Ganze dann nochmal, Achtung, ich muss die Datei hier vorher zumachen, sonst wird es hier nicht so unbedingt funktionieren, zumindest auf manchen Betriebssystemen. Okay, und wenn ich mir das jetzt angucke, dann habe ich hier einen zweiten irgendeinen Text ganz unten drunter stehen, also A plus hängt euch unten drunter und der Rest überschreibt euch quasi einfach. Okay, so jetzt noch kurz fputz und dann sind wir durch für heute. Fputz nimmt auch den Pointer allerdings an einer anderen Stelle, nämlich hinten. Warum, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Okay, da brauchen wir erstmal irgendwie Text. Diesmal heißt es irgendwie Text. Und den Pointer brauchen wir auch. Allerdings am Ende dieses Mal. So. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir, dass das Ganze so aussieht. Wir haben einfach unten drunter irgendwie Text geschrieben. Also habt ihr hier eigentlich im Prinzip zwei gleich gute Funktionen sozusagen, mit denen ihr irgendwie schreiben könnt.
Kleine Anmerkung noch. Wir haben hier bei fputs und bei fprintf jeweils eine Ausgabe, die gibt uns einen Integer zurück. Und wenn ihr überprüfen wollt, ob was fehlgeschlagen ist, dann ist dieser Integer hier, der dabei rauskommt, nicht größer als 0. Also wenn er größer als 0 ist, dann ist alles gut gelaufen. Einfach den Rückgabewert hier überprüfen und Entschuldigung. Und dann, wenn der größer als 0 ist, dann ist alles gut gelaufen. Okay, das war's eigentlich auch schon wieder. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.